loftily, they set their mouth against the heavens, and their tongue walks through the earth. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht die Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ihr Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Now, Hebrew poetry will use exaggeration. In der hebräischen Poesie oder Dichtung ist es so, dass sie übertreiben benutzen. We understand this. Das verstehen wir. So when Asaph speaks here, he's speaking according to how he feels when he looks at the world. Wenn Asaph hier jetzt spricht, dann redet er darüber, wie er sich fühlt, wenn er die Welt sieht. But it may not be technically precise. Aber es, technisch gesehen ist das vielleicht nicht so akkurat. For example, when he says in verse 4, zum Beispiel in Vers 4 sagt er, for there are no pangs in their death. Sagt er, es gibt keine Qualen in ihrem Tod. Well, maybe Asaph had seen some wicked men die in agony. Und vielleicht hat Asaph ein paar gottlose Menschen gesehen, die in ihren Qualen sterben. But he saw some other wicked men die and they seem to be in great peace as they die. Und er hat aber auch andere gottlose Menschen gesehen und die sind scheinbar im Frieden gestorben. And then in verse 5 he says, they are not in trouble as other men. Und dann in Vers 5 sagt er, sie haben keine Probleme wie die anderen Sterblichen. Well, that's an exaggeration, but we understand him. Natürlich ist das eine Übertreibung, aber wir verstehen den Punkt. The way Asaph feels is that the wicked seem to have no problems at all. Die Art und Weise, wie sich Asaph fühlt, ist, dass es aussieht, als hätten die Bösen gar keine Probleme, egal bei was. But sometimes the godly do. Aber manchmal die Gottgefälligen, die haben diese Probleme. They have pride as a necklace, he says in verse 6. In Vers 6 sagt er, dass sie ihren Stolz als Halsschmuck tragen. And they're just filled with arrogance against God. Und die sind einfach voll von Arroganz gegenüber Gott. Now, we join with Asaph in wondering what's wrong with this picture. Und wir stimmen da mit Asaph überein, dass wir uns darüber fragen oder die Frage stellen, was mit diesem gesamten Bild überhaupt falsch läuft. Wir denken an die Leute in dieser Welt, die reich und berühmt sind. They're proud and they're violent. Die sind stolz, die sind gewalttätig. They're greedy and they're wicked. Die sind gierig und gottlos. And they walk around this earth enjoying their wickedness. Und sie stolzieren über diese Erde und sie genießen ihre Gottlosigkeit. Well, he continues on in verse 10. Aber er macht weiter hier in Vers 10. He says, therefore his people return here, and waters of a full cup are drained by them, and they say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly, who are always at ease, they increase in riches. Surely I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocence, for all day long I have been plagued and chastened every morning. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie soll Gott es wissen? Hat der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen es immer gut geht, und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden, und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Did you see those words right there? Habt ihr diese Worte da gesehen? Und das ist jetzt ein Punkt, an dem ich einfach noch anhalten will und sagen, ich liebe die Bibel. The Bible is so honest. Die Bibel ist so ehrlich. This is a man really struggling with his faith. Das ist ein Mann, der wirklich in seinem Glauben zweifelt. The Bible is much more honest than many Christians are. Die Bibel ist sehr viel ehrlicher, als die meisten Christen sind. This man really has a problem. Dieser Mensch hier, dieser Mann, der hat wirklich ein Problem. The wicked seem to have it great all the time. Den Gottlosen sieht so aus, als würde es denen die ganze Zeit gut gehen. And they mock God. Und dann lästern sie Gott. Verse 11, they say, how does God know? Und in Vers 11 steht, wie sollte Gott das überhaupt wissen? They think that God is ignorant or blind. Und sie denken, dass Gott ignorant oder blind ist. And then he says in verse 12, behold, these are the ungodly. Und dann sagt er in Vers 12, sehe, das sind die Gottlosen. They're always at ease. Denen geht's immer gut. They always increase in riches. Die werden immer reicher. And then he says in verse 13, und dann sagt er auch in Vers 13, and I love how honest this is. Und ich liebe, wie ehrlich das einfach ist. I have cleansed my heart in vain. Ich habe mich umsonst reingehalten. What good is it for
me to try to live a Christian life? Was bringt mir das überhaupt, dass ich versuche, das christliche Leben zu leben? It feels to me like I have trouble and the wicked have goodness or whatever. Es fühlt sich für mich so an, dass ich die Probleme habe und die Gottlosen, die haben alles Gute. And again, look at verse 14. Und dann schaut euch aber Vers 14 an. Und wieder, er spricht hier auf poetische Art und Weise. Es gibt ein wenig Übertreibung in den Versen. But the feeling is completely accurate. Aber das Gefühl, das bringt er hier richtig rein rüber. Verse 14, he says, "For all day long I have been plagued and chastened every morning." Er sagt, jeden Tag, den gesamten Tag werde ich geplagt und jeden Morgen werde ich zurechtgewiesen. He felt that his life was much more difficult than the life of the ungodly. Und er hat sich so gefühlt, dass sein Leben sehr viel schwieriger wäre als das der Gottlosen. He had to endure it all day long and every morning. Er musste jeden Tag leiden und auch jeden Morgen. Well, as we come to the end of verse 14, it's not a very pretty picture. Bis zum Ende von Vers 14 ist das kein schönes Bild, was hier gezeichnet wird. But fortunately the psalm doesn't end at verse 14. Aber glücklicherweise hört der Psalm nicht mit Vers 14 auf. Let's look at verse 15. Lasst uns Vers 15 zusammen anschauen. If I had said I will speak thus, behold, I would have been untrue to the generation of your children. When I thought how to understand this, it was too painful for me, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Asaph is pouring out his heart. Asaph gießt hier sein Herz aus. God, it's not fair. Gott, das ist doch alles nicht fair. The wicked have it so easy. Den Gottlosen geht es so gut, die haben es so einfach. The godly, like me, have it so difficult. Die Gottgefälligen, so wie ich, denen geht es so schwer. It's not right. Das ist einfach nicht gerecht. What are you gonna do about this? Gott, was willst du darüber tun? And then in verse 15 he says, "Whoa, I can't talk like this." Und dann in Vers 15 sagt er, aber halt, stopp, so darf ich ja gar nicht reden. I might be a bad example for the generation of your children. Vielleicht werde ich dadurch zu einem schlechten Vorbild für die Geschlechter deiner Kinder. Wir können nicht zulassen, dass die Jungen uns so reden hören. Now, this is really kind of funny in a way. Und ich finde, das ist auf eine bestimmte Art und Weise lustig. He says, I can't speak like this. Er sagt, ich darf so nicht reden. But he just did. Aber das hat er gerade getan. And it's written in God's eternal word. Und es ist im Gottes ewigen Buch aufgeschrieben. So we can just see the conflicted feelings inside of Asaph. Also können wir hier einfach nur diese Gefühle in Asaph sehen, die sich widersprechen. This is how the world feels to me. I don't understand it and I can't accept it. So fühlt sich die Welt für mich an. Ich verstehe das nicht und ich will das nicht akzeptieren. I like what he says in verse 16. Und es gefällt mir, was er in Vers 16 dann sagt. When I thought how to understand this, it was too painful for me. In Vers 16 sagt er, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen und es war zu schmerzhaft, es zu verstehen. I don't get it. Ich verstehe es einfach nicht. Now, Asaph experienced what most of us experience. Asaph hat das erfahren, was die meisten von uns auch erfahren. It's easy for us to look around at the world today and think that things are absolutely crazy. Es ist einfach, wenn wir heute in der Welt umherschauen, zu sagen, die Dinge sind einfach nur komplett verrückt. The world just seems to get more and more crazy every year. Die Welt, so scheint es, wird jedes Jahr verrückter und verrückter. We see it in the culture as a whole. Wir sehen das in der gesamten Kultur. We see it in the economy, we see it in politics. Wir sehen das in der Wirtschaft und wir sehen das auch in der Politik. We see it in our personal lives. Und wir sehen das auch in unserem persönlichen Leben. It'll be painful when we think about it more and more. Und es wird schmerzhaft, wenn wir mehr und mehr darüber nachdenken. But in verse 17, everything changes. Aber in Vers 17 ändert sich alles. Did you see the change in verse 17? Habt ihr denn diese Veränderung in Vers 17 bemerkt? It's like the craziness just built and built and built and built and built. Es ist so, dass diese Verrücktheit sich Stück für Stück aufgestapelt, aufgeschichtet hat. Until he went into the sanctuary of God. Bis er in das Heiligtum Gottes gegangen ist. When Asaph went to church, things began to make sense. Als Asaph in die Kirche, in die Gemeinde gegangen ist, da haben die Dinge angefangen, Sinn zu machen. When he went to the house of the Lord, he gained a perspective that he did not have before. Als er in das Haus Gottes gegangen ist, hat er eine Perspektive bekommen, die er vorher nicht hatte.
Now he could see things from an eternal perspective. Jetzt kann er die Dinge aus einem ewigen Blickwinkel sehen. Look at verse 17 again. Schaut euch nochmal Vers 17 an. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Now, I think it's wonderful that Asaph could make better sense of the world and of life after going to church. Und ich finde, es ist wunderbar, dass für Asaph das Leben und die Welt mehr Sinn gemacht hat, nachdem er in die Gemeinde gegangen ist. He gained understanding there in several ways. Er hat da Verständnis bekommen auf verschiedene Arten und Weisen. When he came to the house of God and worshiped with the people of God, als er in das Haus Gottes gegangen ist und mit dem Volk Gottes angebetet hat, he began to understand that he was not the center of all things. Hat er verstanden, dass er nicht das Zentrum aller Dinge ist. God is the center of all things. Sondern Gott ist das Zentrum aller Dinge. Don't we need to be reminded of that all the time? Müssen wir auch nicht daran erinnert werden, immer und immer wieder? If this life were all about me, then I would have a lot to complain about. Wenn es in diesem Leben alles sich nur um mich drehen würde, dann hätte ich sehr viele Dinge, über die ich mich beschweren könnte. Because not everything goes my way. Denn nicht alles läuft so, wie ich mir es vorstelle. But if life is all about God, that puts things in a different perspective. Aber wenn es im Leben alles sich um Gott dreht, dann gibt das den Dingen eine andere Perspektive. Do you realize how healthy it is for you to come together as a church and worship God? Versteht ihr, wie gesund oder wie hilfreich es für euch ist, dass ihr als Gemeindefamilie zusammenkommt und Gott anbetet? To be able to say, there is a God who is enthroned in heaven. Dass ihr in der Lage seid zu sagen, da ist ein Gott und der sitzt im Himmel auf dem Thron. And you aren't him. Und ihr seid nicht er. We need that. Das brauchen wir. It's God at the center and not us. Es ist Gott, der im Zentrum steht und nicht wir. We get that together at church. Und das verstehen wir zusammen in der Gemeinde. Aber dann, wenn wir in das Heiligtum Gottes kommen, dann hören wir auch das Wort Gottes. This teaches us that there's truth that goes beyond what we experience in daily life. Und das lehrt uns, dass es Wahrheiten gibt, die über das hinausgehen, was wir in unserem täglichen Leben erfahren. The problem with daily life is that it comes to us every day. Das Problem mit unserem täglichen Leben ist, dass wir das jeden Tag haben. And sometimes it's hard for us just to get perspective. Und dann ist es sehr schwer für uns manchmal einfach nur die richtige Perspektive zu bekommen. The word of God gives us perspective. Aber das Wort Gottes gibt uns Perspektive. It shows us that there's things that are more important than just the way I feel at the moment. Und dann zeigt es uns, dass es Dinge gibt, die sehr viel wichtiger sind als nur die Art und Weise, wie ich mich gerade fühle. It puts me in touch with eternity. Und das setzt mich dann in Verbindung mit Ewigkeit. And then finally, when Asaph went to the house of God, he saw sacrifice taking place. Und als Asaph in das Haus Gottes gegangen ist, hat er gesehen, wie Opfer dargebracht wurden. Now, you know, when Asaph went to the house of God, it was the temple. Wisst ihr, als Asaph in das Haus Gottes gegangen ist, dann hat er vom Tempel geredet. And there was an altar there at the temple. Und in diesem Tempel gab es einen Altar. At the altar they sacrificed animals. Und auf diesem Altar wurden Brandopfer, Tieropfer dargebracht. They would sacrifice the animal and burn at least part of the animal before the Lord. Und dann haben sie dieses Tier geopfert und haben zumindest Teile davon vor dem Herrn verbrannt. You would smell the smell of a burning flesh, meat. Und dann hat man diesen Geruch des verbrennenden Fleisches gerochen. It smelled like a grill party. Und es hat höchstwahrscheinlich wie eine Grillparty gerochen. But it reminded Asaph of something. Aber es hat Asaph auch an etwas erinnert. I am a sinner and I need a sacrifice for sins. Ich bin ein Sünder und ich brauche ein Opfer für diese Sünde. That's what the altar was all about. Genau darum ging es dem Altar. And at the house of God, the altar was right there at the front. Und im Haus Gottes im Tempel war der Altar genau vorne vorm Eingang oder am Eingang. It was meant to remind everybody of the sacrifice that we needed to make ourselves right with God. Und es sollte jeden Einzelnen daran erinnern, an die Opfer, die wir brauchen, um uns selbst mit Gott gerecht darzustellen. This is why we talk so much about Jesus and what he did on the cross for us. Und deswegen reden wir so viel über Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Because this is where God made the sacrifice for us. Denn das ist der Ort, an dem Gott das Opfer für uns dargebracht hat. The perfect sacrifice of the Son of God. Das war das perfekte Opfer des Sohnes Gottes.
Just like Asaph went to the temple and always saw the altar. Genauso wie Asaph in den Tempel gegangen ist und immer diesen Altar gesehen hat. We should come to church and always think of the cross. Dann sollten wir in die Gemeinde kommen und immer an das Kreuz denken. We should always think of what Jesus Christ did for us. Wir sollten immer daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat. And again, it helped put things into perspective. Und wieder hat es geholfen, Dinge die richtige Perspektive zu geben. This is why it is important for God to have a place where we come together as believers. Und deswegen ist es wichtig für Gott, dass wir einen Ort haben, wo wir uns als Gläubig zusammen versammeln können. It's not that God is restricted to a particular place. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwie auf irgendeinen speziellen Ort festgeschrieben oder festgesetzt wäre. You know, sometimes people say, well, I won't go to church, I'll just be with God out at the park or in the mountains. Manchmal sagen Leute, ja, ich gehe nicht in die Gemeinde, aber ich bin dann einfach bei Gott draußen in den Bergen oder im Park. Und das ist wahr, Gott ist in diesem Park und ist auch in den Bergen. But there is something important and special about us coming together as believers. Aber es gibt was Wichtiges und Besonderes, wenn wir als Gläubig zusammenkommen. Here we gain an eternal perspective that we need to hold on to. Hier kriegen wir diese ewige Perspektive, an der wir uns festhalten müssen. And so when Asaph went to the sanctuary of God, he received understanding. Und so ist es, dass als Asaph in das Heiligtum Gottes gegangen ist, hat er Verständnis erhalten. In other words, he did not only go to church, so to speak, for a feeling, but for understanding. In anderen Worten kann man sagen, er ist nicht nur in die Gemeinde gegangen, um ein besseres Gefühl zu bekommen, sondern auch um Verständnis zu bekommen. This is one of the reasons why it's so important at this church to study the Bible. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum hier in der Gemeinde es so wichtig ist, dass wir das Wort Gottes studieren. Because we want to come for understanding. Weil wir für Verständnis hier sind. Not only a feeling. Und nicht nur für dieses tolle Gefühl. It is a trap for Christians to come to church and only seek a feeling. Es ist eine Falle für Christen, wenn sie in eine Gemeinde kommen und nur ein Gefühl suchen. Now, it's wonderful to have a beautiful feeling towards God. Es ist wunderbar, wenn du ein schönes Gefühl gegenüber Gott hast. We're not against those feelings. Wir sind nicht gegen diese Gefühle. We're not hoping that you leave here today with a bad feeling just so you can feel like something good happened. Und wir wollen auch nicht, dass du heute hier rausgehst und ein schlechtes Gefühl hast, nur damit du denkst, es ist was Gutes geschehen. The feeling isn't bad. Das Gefühl an sich ist nicht schlecht. It's just not enough. Aber es ist einfach nicht genug. We also need understanding. Wir brauchen auch die Erkenntnis oder das Verstehen. And this is what Asaph received when he went to the sanctuary of God. Und genau das ist es, was Asaph bekommen hat, als er ins Heiligtum Gottes gegangen ist. And what did he understand? Und was genau hat er da verstanden? It says there in verse 17 that he understood their end. In Vers 17 lesen wir, dass er ihr Ende verstanden hat. He realized that while the ungodly may have it good in this life, er hat verstanden oder hat realisiert, dass während die Gottlosen es gut haben in diesem Leben, this life comes to an end. Dieses Leben wird enden. And when Asaph went to the sanctuary of God, it connected him with eternity. Und als Asaph dann in das Heiligtum Gottes gegangen ist, hat es ihn mit der Ewigkeit in Verbindung gebracht. The Bible says that God has put eternity into our hearts. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit uns ins Herz gelegt hat. We instinctively know that there's more to this life than what we experience in this world. Wir wissen instinktiv, dass es mehr in diesem Leben gibt als das, was wir in dieser Welt erfahren. But the world doesn't want us to think about that. Aber die Welt will nicht, dass wir darüber nachdenken. The world wants us to think that this life is all there is. Die Welt möchte, dass wir denken, dass dieses Leben alles ist, was es gibt. And if this life is all there is, then things are unfair. Und dann, wenn es dieses Leben alles ist, was es da gibt, dann sind die Dinge wirklich unfair. But what if it's true? Aber was ist, wenn es wahr ist? What if it's true that the years we live in this world are only a small part of our entire existence? Was ist, wenn es wahr ist, dass die Jahre, die wir hier in der Welt leben, nur ein ganz kleiner Bruchteil von unserer gesamten Existenz sind? What if it's true if
99% of our existence is lived in eternity and not here on this world. Was ist, wenn es wahr ist, dass 99% unserer gesamten Existenz in der Ewigkeit gelebt werden und nicht hier auf der Welt? If that is true, wenn das wahr ist, then we would be foolish to live this life only for what we experience in this world. Dann wären wir dumm, wenn wir dieses Leben so leben würden, nur um das zu erfahren, was wir hier in der Welt erfahren können. Well, we can know that eternity is for real. Wir können wissen, dass die Ewigkeit wahr ist. We know it for many reasons. Wir wissen das aus vielen verschiedenen Gründen. God has given us an instinct for eternity in our heart. Gott hat uns diesen Instinkt für die Ewigkeit in unser Herz gelegt. There are many things that even touch the realm of science that point to eternity. Es gibt sogar in der Welt der Wissenschaft sehr viele Punkte, die auf die Ewigkeit hinweisen. Aber für mich der beste Grund, aus dem wir wissen können, dass es eine Ewigkeit gibt, um die wir uns auch kümmern sollten, der beste Grund dafür hat mit einem Mann zu tun, der aus dieser Welt der Ewigkeit zu uns gekommen ist und unter uns gelebt hat, ein Leben. Of course I'm speaking of Jesus Christ. Natürlich rede ich von Jesus Christus. He came from eternity and lived among us. Er kam aus der Ewigkeit und hat unter uns gelebt. And then he was received back into the eternal realm. Und dann wurde er wieder in die ewige Welt aufgenommen. And he said that he was going to prepare a place for his people. Und dann hat er gesagt, dass er hingeht, um einen Ort für seine Leute vorzubereiten. And he promised that his people would be reunited with him. Und er hat versprochen, dass sein Volk oder seine Leute wieder mit ihm vereint werden würden. Well, either Jesus is true or he's false. Entweder ist Jesus wahr oder er ist falsch. If he's true, then we must believe it. Wenn es wahr ist, dann müssen wir das glauben. If it's false, then there's no purpose to any of this anyway. Und wenn es falsch ist, dann gibt es keinen Grund für irgendetwas überhaupt. But we believe with all our heart that Jesus is true. Aber wir glauben mit unserem gesamten Herzen, dass Jesus wahr ist. And eternity is for real. Und die Ewigkeit, die ist auch Realität, die ist auch wahr. Now, we're not going to get the idea that eternity is for real out there. Wir werden diese Idee, dass die Ewigkeit Realität ist, da draußen nicht finden. Aber wenn wir uns hier versammeln, hier reinkommen, werden wir jede Woche daran erinnert. Und das war das große Gute, was es Asaph gebracht hat, in den Tempel oder in die Gemeinde zu gehen. Es war nicht nur eine Tradition. Und ich glaube aber, wenn es eine Tradition ist, dann ist es eine sehr gute Tradition. Und es ist auch nicht nur irgendeine Angewohnheit. Ich meine, was gibt es sonst an einem Sonntag zu tun? Aber es ist eine gute Angewohnheit. No, there was meaning, there was purpose in it. Nee, es gab einen Grund dafür und es gab einen Sinn dahinter. And it was good for him to come into God's house. Und es war gut für ihn, dass er in das Haus Gottes gegangen ist. To realize that God was the center. Um zu verstehen, dass Gott das Zentrum alles ist. To receive understanding about God and the things from his word. Und dass er Verständnis über Gott und die Dinge aus seinem Wort erhält. And to recognize the eternal all over again. Und dass er das Ewige von neu auf versteht. So now look at how he continues the song with the wisdom that he gained from the house of God. Und jetzt schaut euch mal an, wie er weiter diesen Vers, was er weiter in diesem Vers sagt, nachdem er Weisheit im Hause Gottes erfahren hat. Verse 18. Vers 18. Surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. Oh, how they are brought to desolation as in a moment. They are utterly consumed with terrors as a dream when one awakes. So, Lord, when you awake, you shall despise their image. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in den Trümmern sinken. Wie sind sie plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. With the wisdom he gained from the house of God, mit der Erkenntnis oder der Weisheit, die er im Hause Gottes bekommen hat, he understood that the prosperity of the wicked was only an illusion. Damit hat er verstanden, dass der Reichtum der Gottlosen nur eine Illusion war. They were in slippery places. Es war ein Trugbild. Sie standen auf diesem schlüpfrigen Boden. Ready to fall at any time. Sie waren kurz davor, zu jeder Zeit zu fallen.
You know what slippery places are. Ihr wisst, was diese schlüpfrigen Böden sind. Winter is coming. Der Winter steht hier vor der Tür. The ice will be on the roads and on the walkways. Und das Eis wird auf der Straße und auf den Bürgersteigen sein. You know, when I lived in Germany, that was one of the hardest things for a man from California. Und als ich in Deutschland gelebt habe, war das eines der härtesten Prüfungen für einen Mann aus Kalifornien. To learn how to walk when it's slippery outside. Zu lernen, wie man läuft, wenn es draußen glatt ist. I always wanted to hold on to something. Ich wollte mich immer irgendwo festhalten. It would make me feel like a very old man. Ich habe mich dann sehr, sehr alt gefühlt. But the psalmist understood. They are in slippery places. Aber der Psalmist hat das verstanden. Sie standen auf diesem schlüpfrigen Boden. If you think back to verse 2, wenn ihr jetzt euch noch mal an Vers 2 erinnert, back then he said, my feet almost slipped. In Vers 2 hat er gesagt, meine Füße wären beinahe gestolpert. Now he realizes in verse 18 that they are in the slippery places. Und jetzt in Vers 18 erkennt er, dass sie auf diesem glatten, schlüpfrigen Boden stehen. Do you see what the perspective from the house of the Lord did for him? Könnt ihr sehen, was diese Perspektive, die er im Haus Gottes bekommen hat, für ihn getan hat? He saw in verse 19 how they are brought down to destruction as in a moment. Und er sieht in Vers 19, wie sie in einem Augenblick, in einem Moment verwüstet werden. You see, earlier in the psalm, we feel that Asaph would have gladly traded places with one of these wicked men. Am Anfang von diesem Psalm hat man so den Gedanken, dass Asaph bestimmt gerne mit einem von diesen gottlosen Menschen getauscht hat, hätte. Lord, they seem to have it so good. Herr, es sieht aus, als würde es ihnen so gut gehen. My life is so hard. Und mein Leben ist so schwer. Why can't I trade life with them? Wieso kann ich mein Leben nicht einfach mit denen tauschen? Now, after receiving the wisdom that he got from God's house. Und jetzt, nachdem er die Weisheit aus Gottes Haus bekommen hat. He says, no, thank you. I don't want to trade places with them at all. Dann sagt er, nee, danke, ich will doch nicht mit ihnen tauschen. I thought their life was so safe and secure. Now I see it differently. Ich habe gedacht, ihr Leben wäre so sicher und so standfest, aber jetzt sehe ich das anders. Matter of fact, I love what he says there in verse 20. Und ich liebe, was er hier in Vers 20 sagt. He says that their life is as a dream when one awakes. Er sagt, ihr Leben ist wie ein Traum, wenn man aufwacht. When he gained an eternal perspective, als er diese ewige Perspektive bekommen hat, he understood that the life of the ungodly is as fragile as a dream. Dann hat er verstanden, dass das Leben eines gottlosen Menschen so zerbrechlich ist wie ein Traum. Now, is a dream real? Ist ein Traum real? It feels real when you're in the middle of it. Wenn du dich darin befindest, fühlt sich das real an. We all know what it's like to have a dream and you wake up and you wonder, wait, did that happen or not happen? You have to think it through. Wir kennen alle dieses Gefühl, wenn man einen Traum hatte und dann aufwacht und sich wundert, hey, ist das jetzt wirklich passiert? Und dann muss man erstmal durcharbeiten, ob es wahr ist oder nicht. When you're in the dream, it feels very real. Wenn du dich in diesem Traum befindest, fühlt sich das sehr real an. But when you wake up, you realize it was only a dream. Aber wenn du dann aufwachst, erkennst du, es war nur ein Traum. That's what the prosperity of the wicked is like. Das ist wie der Reichtum der Gottlosen ist. And remember the point. Und erinnert euch an den Punkt. This life is the dream. Erinnert euch daran, dass dieses Leben der Traum ist. Passing to the next life is going to be like waking up. Und der Übergang in das nächste ewige Leben ist so, wie man, wenn man aufwacht. That's the opposite of how we normally think of it. Das ist so das Umgedrehte davon, wie wir normalerweise darüber denken. We kind of think, well, this life, this is real. Wir denken, ja, dieses Leben, das ist real, das ist wahr. And eternity, that's a dream. Und die Ewigkeit, das ist so ein Traum. You know, if you ever see movies where they try to depict heaven. Und wenn ihr jemals irgendwelche Filme seht, wo sie versuchen, den Himmel bildlich darzustellen. They put a filter on the camera to make it seem very unclear and cloudy. Dann tun sie so einen Filter vor die Kamera, der dafür sorgt, dass es so wolkig und ein bisschen verschwommen alles ist. It's their way of saying, well, that life is not really clear, it's not really real. Es ist ihre Art und Weise zu sagen, dieses Leben ist nicht klar, das ist nicht wirklich real. You know, just the opposite is true. Aber genau das Umgekehrte davon ist wahr. When we get to heaven, we're gonna understand. Und wenn wir im Himmel sind, dann werden wir es verstehen. Heaven is the ultimate high def definition clarity. Und der Himmel ist die ultimative hochauflösende Klarheit. This is the low resolution. This is where it's cloudy. Und hier, wir leben hier in diesen Wolken, in dieser unglaublich schlechten Auflösung. And think about it. All the prosperity of the wicked.
Und denkt mal drüber nach, aller Reichtum der Gottlosen. They are rich, but only in a dream. Sie sind reich, aber sie sind nur in einem Traum reich. They wake up and it's all gone. Dann wachen sie auf und dann wird das alles weg sein. No, life was really meant to be lived for eternity. Nee, das Leben war wirklich dazu gedacht, dass wir es für die Ewigkeit leben. So, verse 21. Vers 21 weiter. Thus my heart was grieved, and I was vexed in my mind. I was so foolish and ignorant. I was like a beast before you. Nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand, and you will guide me with your counsel, and afterward receive me to glory. Als mein Herz verbittert war und ich meine Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich und nach deinem Rat und nimmst mich danach in die Herrlichkeit auf. Hier hat Asaph mit sehr großer Demut gebetet. Lord, I was foolish and ignorant, he says in verse 21. In Vers 21 sagt er, ich war töricht und ignorant, Herr. I forgot the obvious truths of eternity and your justice. Ich habe diese offensichtlichen Wahrheiten der Ewigkeit und deiner Gerechtigkeit vergessen. Until I went into the house of the Lord. Bis ich in das Haus des Herrn gegangen bin. I like what he says in verse 22. Und es gefällt mir auch, was hier in Vers 22 steht. I was like a beast before you. Ich war wie ein Vieh vor dir. You know, animals don't seem to have any concept of eternity. Das Vieh oder Tiere, die verstehen höchst, die haben kein Konzept über Ewigkeit. I don't want to get into the whole discussion of whether or not your dog is going to heaven. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion anfangen, ob dein Hund in den Himmel kommt oder nicht. We can talk about that another time. Aber da können wir zu anderer Zeit gerne drüber reden. But your dog doesn't seem to have the same understanding of eternity. Aber dein Hund scheint nicht das gleiche Verständnis über die Ewigkeit zu haben. And that's what Asaph is explaining. Und das versucht hier Asaph zu erklären. I was like an animal that doesn't understand eternal things. Ich war wie ein Tier, wie ein Vieh, das die ewigen Dinge nicht versteht. But maybe the height of this psalm is found in verse 23. Aber vielleicht ist die Höhe, die höchste Stufe dieses Psalms in Vers 23. Where he says, nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand. Und dennoch bleibe ich stets bei dir und du hältst mich bei meiner rechten Hand. Lord, even when I was ignorant, Herr, selbst als ich ignorant war, even when I was confused, selbst als ich verwirrt war, you were with me. Da warst du bei mir. Isn't that a wonderful truth? Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? That God is so rich in mercy and love. Dass Gott so reich an Barmherzigkeit und Liebe ist. Dass er bei seinen Leuten ist, selbst wenn sie selbst verwirrt sind. Gott sagt zu uns nicht, klär erstmal alles, was du klären musst, und dann werde ich wieder zu dir kommen. No, he's with you right now. Sondern er ist gerade jetzt bei dir. And says, let's learn how to walk right before. Und er sagt, lasst uns zusammen lernen, wie man gerecht vor mir läuft. And this is what he says in verse 24. Und deswegen macht er weiter in Vers 24. You will guide me with your counsel and afterward receive me to glory. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in deine Herrlichkeit auf. Lord, I have a new perspective after coming into your house. Herr, ich habe eine neue Perspektive, nachdem ich dich in deinem Haus besucht habe. You will guide me into this life. Du wirst mich in diesem Leben führen und danach in deine Herrlichkeit aufnehmen. And then starting at verse 25 und dann, is this very beautiful end of the psalm. Und dann anfangend mit Vers 25 ist dieses wunderschöne Ende dieses Psalms. You know, when we come together as God's people, it should make us long for heaven. Und wenn wir als Gottes Volk zusammenkommen, sollte uns das mehr nach dem Himmel trachten lassen. Now, we are grateful for this life that he's given us. Wir sind dankbar für das Leben, was er uns gegeben hat. There are many things that we have and that we can do on this earth that we'll never be able to do in heaven. Es gibt sehr viele Dinge, die wir hier auf der Erde haben und die wir hier tun können, die wir im Himmel dann nicht mehr tun können. Heaven's gonna be amazing. Aber der Himmel wird trotzdem unglaublich gut sein. But I'll tell you something that you're never gonna be able to do in heaven. Aber es gibt etwas, was ihr höchstwahrscheinlich nie im Himmel tun können werdet. You're never gonna be able to lead somebody to Jesus Christ in heaven. Ihr werdet niemals im Himmel die Gelegenheit bekommen, jemanden zu Christus zu führen. Everybody
everybody in heaven already knows Jesus. Jeder Einzelne im Himmel kennt Jesus schon. So here's the time and place for doing that. Hier ist die Zeit und der Ort, das zu tun. You're never going to be able to repent of your sins in heaven. Ihr werdet im Himmel niemals in der Lage sein, Buße zu tun von euren Sünden. Because their sin is already done away with. Denn da ist die Sünde schon abgeschafft. Here and now is the time for us to repent of our sins. Hier und jetzt ist die Zeit, dass wir Buße tun können von unseren Sünden. In heaven, you're never going to be able to endure trials and suffering for God's glory. Im Himmel wirst du niemals Leiden und Schmerzen für Gottes Herrlichkeit erleiden müssen. Because in heaven there are no more trials and suffering. Denn im Himmel gibt es keine Versuchungen mehr. So we value this life. It's many good things that God gives to us in this life. In diesem Leben gibt uns Gott sehr viele gute Dinge und die halten wir auch. Aber ich glaube, im Herzen jedes Kindes Gottes gibt es zumindest ein gewisses Bedürfnis nach dem Himmel. Und hier folgendes sagt der Psalmist dazu. In Vers 25 weitermachend. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For indeed, those who are far from you shall perish. You have destroyed all those who desert you for harlotry. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn auch mir Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke zu verkünden. Now, objectively speaking, I can tell you that there's more to heaven than God. Objektiv sprechend oder betrachtend kann ich euch sagen, dass es im Himmel mehr gibt außer Gott. God is not the only good thing about heaven. Gott ist nicht das einzig Gute am Himmel. There's angels in heaven, that'll be pretty cool. Es gibt zum Beispiel Engel im Himmel und das wird ziemlich cool sein. Streets of gold, I want to see that. Es gibt Straßen von Gold, die will ich auch gerne sehen. They say there's some kind of dwelling place or mansion or something like that for me. Und es wurde mir auch gesagt, dass es so ein Haus oder eine Villa für mich gibt. Yeah, it'll be a villa for sure. I want to see the whole thing. Ich möchte das Gesamte sehen. Now, all that's true. And especially there will be loved ones there who have gone to heaven before. Und alles das ist wahr, aber ganz besonders werden die Geliebten da sein, die vor mir hergegangen sind. No, there will be many wonderful things about heaven. Es gibt im Himmel, es wird sehr viele wunderbare Dinge im Himmel geben. But compared to God himself, all of those things are small. Aber im Vergleich mit Gott selbst sind alle diese Dinge sehr klein. Whom have I in heaven but you? Wen habe ich im Himmel außer dir? Really? The whole glory of heaven is around the presence of God. Ist es wirklich so, dass die gesamte Herrlichkeit des Himmels sich um die Herrlichkeit und die Präsenz Gottes dreht? And therefore, as he says in verse 25, there's none upon earth as I desire besides you. Und deswegen sagt er in Vers 25, auf der gesamten Erde gibt es nichts, was mich verlangen würde außer dir. Lord, because you're my heavenly hope, you're also my earthly desire. Und Herr, weil du meine himmlische Hoffnung bist, bist du auch mein irdisches Verlangen oder Begehren. And as he says in verse 26, und wie er in Vers 26 sagt, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Mein Fleisch und mein Herz, die versagen oder die vergehen, aber Gott ist meine Kraft und mein Anteil für immer. This life we have, these bodies we have on this earth. Dieses Leben und diese Körper, die wir hier auf der Erde haben. They are old and getting weaker. Die sind alt und die werden schwächer. Now some of you don't believe me. Und ich glaube, also einige von euch werden mir nicht glauben, because you are young. Weil ihr jung seid. Just trust me on this. Aber vertraut mir darin einfach. You will experience it also. Ihr werdet das auch erfahren. These bodies we have are old and getting weaker. Diese Körper, die wir haben, diese Leiber, die wir haben, die sind alt und werden schwächer. But God never changes. Aber Gott verändert sich niemals. And his strength endures forever. Und seine Kraft, seine Stärke währet ewiglich. That's why he says in verse 28, und deswegen sagt er in Vers 28, it is good for me to draw near to God. Es ist gut für mich, mich Gott zu nähern.
It's good for me to go to church. Es ist gut für mich, in die Gemeinde zu gehen. It's good for me to come to the house of God. Es ist gut für mich, in das Haus Gottes zu gehen. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works. Ich habe mein Vertrauen in den Herrn Gott gelegt, damit ich all deine guten Werke verkünden kann. This is one of the great things that coming together as God's people does for us. Und das ist eine der großartigen Dinge, die es in uns bewirkt, wenn wir als Gottes Volk zusammenkommen. And for these last 10 years, God has had this congregation as his witness here. Und für die letzten 10 Jahre hatte Gott diese Versammlung hier als sein Zeugnis in dieser Stadt. For 10 years, God has helped this congregation give an eternal perspective to the people who come. Und seit 10 Jahren hilft Gott dieser Versammlung, den Leuten, die kommen, eine ewige Perspektive zu geben. For 10 years, God has used this church to be a place that makes life and eternity make more sense to God's people. Seit 10 Jahren ist diese Gemeinde ein Ort, wo Gott den Gott benutzt, um das Leben und die Ewigkeit mehr Sinn machen zu lassen für Gottes Volk. When the world seems like an ocean of craziness. Und wenn die Welt so aussieht wie ein Ozean, ein Meer von Verrücktheit. A congregation like this should be an island of sanity and understanding. Dann sollte eine Versammlung wie diese hier eine Insel des Verständnisses und der Gesundheit sein. And I can tell that God's blessing has been upon this congregation for that long. Und ich kann bezeugen, dass Gottes Segen seit dieser Zeit auf dieser Versammlung hier liegt. And fully expect that it will be into the future. Und ich vertraue auch komplett darin, dass dieser Segen weiter hier liegen wird. We should thank God for these places of understanding and sanity. Und wir sollten Gott für diese Orte des gesunden Verständnisses danken. So let's pray and thank you together. Und lasst uns beten und ihm zusammen danken. Father in heaven, we're so grateful. Vater im Himmel, wir sind so dankbar. For the work that you've done in Calvary Chapel in Wiesbaden the last 10 years. Für dieses Werk, was du in der Calvary Chapel in Wiesbaden die letzten 10 Jahre getan hast. And Lord, we realize that 10 years isn't a long time in regard to eternity. Und wir erkennen auch, dass in Betracht der Ewigkeit 10 Jahre gar nicht so lang sind. But it is a wonderful start. Aber es ist ein wunderbarer Anfang. And I pray that you would continue to bless this church. Und ich bete, dass du weiter damit machst, diese Gemeinde zu segnen. Bless it as a place where your word goes forth. Segne sie als einen Ort, wo dein Wort verkündet wird. Where lives are changed for the glory of Jesus Christ. Wo Leben für die Herrlichkeit Jesu Christi verändert werden. That is a witness to this whole community. Und ein Ort, der ein Zeugen für diese gesamte Umgebung ist. And Lord, is an island of sanity and understanding. Und auch als eine Insel des Verständnis und der Gesundheit. That invites everyone around, come to our place. Und der Ort, der alle um sie rum einlädt, komm an unseren Ort. Learn to live life in light of eternity. Und lerne das Leben im Anbetracht der Ewigkeit zu leben. Thank you. Danke. And thank you for sending Jesus Christ. Und danke, dass du Jesus Christus gesandt hast. Who told us more about eternity than anybody else. Der uns mehr über die Ewigkeit beigebracht hat als jeglicher sonst. You are a good God. Du bist ein guter Gott. And we thank you today. Und wir danken dir heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.